Seid mir grüßt, Pokefreunde, hier ist wieder mal der Tywald. Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Vintage-Donnerstag. Es ist mal ein bisschen ein anderer Vintage-Donnerstag, denn ich habe euch heute was anderes vor. Wir öffnen heute keine neuen Booster, sondern wir öffnen diese Tinbox. Die habe ich mir gekauft bei einer Kaufplattform, bei einer Flohmarktplattform quasi. Und da sind, glaube ich, viele coole alte Karten drin, die interessant für uns werden können. Die Box war relativ günstig und ja, wollen wir mal hoffen, dass sich das gelohnt hat. Ich muss dazu sagen, ich habe schon in die Box reingeguckt. Ich habe alles, was glitzert, in Hüllen gepackt, weil es waren natürlich keine Hüllen um die guten Karten rum. So, dass ich schon ein bisschen weiß, was auf uns zukommt. Wir haben hier einen Stapel mit Holo-Karten. Den lege ich schon mal so auf Seite. Die gucken wir uns zum Schluss an. Aber erstmal gucken wir uns die Karten an, die jetzt noch keine Hülle haben. Das sind einige. Aber es sind auch viele coole Sachen bei, die auch noch Hüllen kriegen werden. Das machen wir heute nebenbei so ein bisschen. Und dann schauen wir mal rein. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ja, natürlich gerne einen Kommentar da lassen. Dann machen wir es mal öfter. Wir haben hier einen Tragosso aus dem Dschungel. In nahezu guter Qualität. Das geht einfach in eine Hülle. Also da ist nicht viel dran. Ein paar weiße Pünktchen und so. Also ich denke mal, das ist noch, weiß nicht, gut oder excellent oder sowas. Ich kenne mich mit den Werten nicht wirklich aus. Dann haben wir hier ein leicht gedamagedes Sandan. First Edition aus dem Base Set. Ja. Ein Radfratz, das ist auch noch relativ gut. Ich glaube, die Hüllen mache ich, glaube ich, nachher alle, oder? Sonst dauert das jetzt zu lange, wenn ich alles, was noch gut aussieht, in Hüllen packe. Tauros aus dem Dschungel. Das ist quasi Near Mint, Leute. Gehen wir so da durch. Mauzi, auch das aus dem Dschungel in ganz guter Qualität. Ein dunkles Radikal. Da oben ein bisschen verfärbt. Hier, ja, das ist nicht mehr ganz so okay. Lege ich mal auf den anderen Stapel. Ich mache mal drei Stapel. Richtig gut, mittel, schlecht. Dann weiß ich nachher, was ich machen muss. Schlurp aus dem Dschungel. Ein Habitak aus dem Dschungel. Auch nahezu. Ah, cool, ein paar weiße Stellen hat es leider doch. Steckt man nicht drin. Ibitak aus dem Dschungel. Das ist mal ganz okay. Rocket Mauzi, also Miauf auf Englisch. Nochmal Mauzi. Ein Rasaf, okay, das hat ordentlich gelitten. Das hat, ja. Das ist destroyed. Monk, Mankey, also Mankey. Ja, Mankey, also Mankey. Aber Mankey, anders geschrieben. Aus Rocket. Macholo Rocket. Macholo aus Base. Das ist ganz schön verkratzt. Dicta, okay, das hat auch ordentlich gelitten. Mauzi aus dem Base Set 2. Mauzi aus dem Base Set 2. Ein Pikachu aus Hardgold Soul Silver. Das ist noch ganz gut. Ein Pichu, auch süß. Ein Knetoptik, das habe ich glaube ich auch noch gar nicht. Ah, leider ein bisschen gelitten. Luxio. Ein Lampi. Voltenso. Magnetilo. Luxio, wir sind jetzt glaube ich gerade Diamant-Perl-Ära. Sianna, oh cool, eine Rare. In ganz okayem Zustand, das stelle ich mir hinten hin. Oh, Blitzer. Auch gut aus, kommt auch hinten hin. Evoli. Oh, auch okay. Das ist ein tolles Artwork. Richtig süß. Woraus ist das, aus was für ein Set? Ist das aus irgendeinem Deck? Oh, krass, weiß ich gar nicht. 2014, das ist cool. Ja, ein bisschen gelitten auch, aber kommt hinten an die Wand auf jeden Fall. Incognito. Nidorino. Grimer. Makabaya. Nidoran männlich. Traunfugil. Spoink, Irbis, Schuppet, Zwirllicht. Wie gesagt, die Highlights kommen gleich bei den Holokarten auf jeden Fall. Roselia, nochmal ein Spoink, ein Algit, ein Dragoran. In Englisch aus Triumph, glaube ich, in richtig guter Qualität noch. Krass. Leg ich auch mal extra. Dragonier und Dratini, da hat jemand alle drei gesammelt. Ein Relaxo, ein Ditto, auch das ist ein Rare aus Triumph, in sehr guter Qualität. Sehr schön. Kommt an die Seite. Porygon. Bronze. Ein Taubos. Leider in Englisch. Und ein Griffel auch in Englisch. Gladiantri. Ein Ambidiffel. Oh, das hat hier oben ordentlich gelitten. Das kommt auch auf den kaputten Stapel. Pummeluff. Roselia. Oder ist irgendwas drüber gelaufen? Auch auf den kaputten Stapel. Schelast. Hoothoot. Ein FM. Mauzi aus Dschungel, Pummeluff, ein Schwalboss, oh, ein Sengo, das sieht ja cool aus, schönes Artwork. Altaria von der guten Cynthia,
Mampaxo. Ein Flunkiefer. Auch gut. Okay, das ist eine Fake-Karte. Ihr seht, die Karte ist viel kleiner und guckt euch das mal an. Das ist definitiv eine Fake-Karte. Die kommt sofort auf den Stapel Müll. Kanimani. Ein Chigi. Das ist auch ein schönes Artwork. Lapras. Oh, das ist auch eine Rare. Oh, die ist richtig gut. Kommt auch mal an die Wand. Psyduck. Libiscus. Ammonitas. Ein Schallquapp. Ein Barmelin. Ein Yugong. Ein Snebedeck. Pelipper. Ein Finian. Schalelos. Noch ein Schalelos. Ein Sangabüss. Oh, ein süßes Plinfer aus einem Pop 8-Set. Sehr cool. Wingull. Hydropi. Oh, ein Keifel. Keifel mag ich voll gerne. Boldini. Ein Zemon. Boilin. Lavita. Macholo. Riolu. Oh, Glumanda. Beuriegel. Fukano. Ein Vulpix. Also hier die Hard Gold Soul Silver Karten sind echt noch ordentlich gut in Schuss. Okay, jetzt kommt ein Feuerriegel, was ordentlich gedamaged ist. So viel dazu. Da ist jemand drauf geschossen. Fukano hat ja auch einen Strich. Durch auch den kaputten Stapel. Bonita. Bonita. Oh, Nakani. Das sieht auch schön aus. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Habe ich, glaube ich, noch nicht. Noch ein Bonita. Auch cool. Jungglut. Panpyro. Vulpix. Vulpix. Galoppa. Oh, ein Galoppa Rare. Zustand. Ah, hinten nicht mehr so gut. Da seht ihr, ein paar weiße Stellen hat's. Ja, steckt man nicht drin. Ponita. Nochmal ein Galoppa, richtig cool. Top 4 Pokémon. Ponita. Grillmark, das hat auch nicht gelitten. Hundemon. Nibel. Igamaro. Blabibi. Aus Flammenmeer ist das, glaube ich. Krass. Rockkaiman. Magnaien. Velilu. Sneebel. Endivi. Blutzuck. Yanma. Tropius. Schelkerein. Reptane. Ein Bibor. Tangela. Roselia. Yanma. Wadribi. Ornliu. Vegimak. Wampel. Geweiher. Myrapla. Roselia. Vespiquen. Das ist auch eine Rare. Cynthias Hilfe. Der Primärball. Team Galaktiks Erfindung. Die technische Maschine. Energietausch. Energieaustausch. Expeditionsunterirdische. Und die Befragung. Okay, das war so viel zu den normalen Karten, die jetzt nicht wirklich spektakulär waren, aber auch viele schöne Karten dabei, finde ich. Und jetzt kommt dieser Stapel, wo so das ein oder andere Schätzchen wartet. Wir haben erstmal Mampfaxo und Weaver Solo. Dann haben wir hier sowas Cooles, ein Poliwag, also ein Quapsel in, ich glaube, das ist eine, ist das eine Liga-Promo oder sowas von früher? Ihr könnt das ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Hier ist ja dieses Symbol von der Liga. Meines wäre so eine Liga-Promo. Dann ein Noctuska als Reverse. Dann haben wir hier einen Marakamba als McDonalds-Promo. Der Captain hier an diesem Foil. Ein Shelastin Reverse. Dann haben wir hier einen Arzelf. Ich glaube, Tobots ist das auf Deutsch. Auch als so eine Liga-Promo. Wenn es eine Liga-Promo ist. Dann haben wir hier ein Elevoltaic als Pre-Release-Karte aus HeartGold Soul Silver Triumph. Leider in Englisch. Dann ein Holo-Knackrack in sehr gutem Zustand, was auf jeden Fall in meine Sammlung kommt. Ich glaube, das habe ich sogar schon. Wenn das doppelt ist, kommt es vielleicht auch in den Tauschordner. Mal gucken. Ein Aquana, das nicht mehr so mega gut im Zustand, als Reverse. Siana als Reverse aus HeartGold Soul Silver entfesselt. Nachtara, leider in Englisch, auch als Reverse. Ah ne, als Holo. Das normale Holo sogar, sehe ich gerade. Folipurba Reverse. Porygon Z Holo. Shelast als Reverse, nicht mehr so gut im Schuss. Yanma Reverse. Nochmal ein Quapsel als so eine Promo-Liga-Karte. So, Entschuldigung, muss kurz die Katze entfernen. Sodamark Reverse. Und hier ist, glaube ich, eine der Highlight-Karten in diesem Brief.
Also in dieser Bestellung, sag ich mal. Wartet kurz. Die Katze will sich gerade hier verewigen. So. Dieses Hunduster, das ist vom Zustand her ganz gut. Und ich glaube, das ist echt eine krasse Karte. Das ist aus... Oh, ich habe extra vorher nachgeguckt, verdammt, aus irgendeinem alten Gym-Set, meine ich. Und der Zustand ist gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr seht, da sind ganz wenig weiße Stellen. Und die Karte habe ich im Top-Zustand gesehen auf Cardmarket für 22 Euro. Das ist fast der Kaufpreis dieser ganzen Kollektion gewesen. Bisschen teurer war es. Gut, die wird jetzt nicht im Top-Zustand sein, aber die wird wahrscheinlich dann auch irgendwie so ein 10er gehen oder so. Das ist gar nicht so schlecht, oder 15 vielleicht. Sieht natürlich auch richtig cool aus. Werde ich auch nicht verkaufen, kommt in meine Sammlung, weil ist doch ziemlich cool, oder? Vor allem ist es ein Hunduster in Holo. Ich weiß gar nicht, warum das in Holo ist. Aber sehr cool. Dann habt ihr wahrscheinlich schon gesehen hier. Ein Glurak Level X. Das ist, glaube ich, die Promokarte aus der Tinbox. Die Tinbox hatte ich nie. Das war einer der Gründe, warum ich diese Box haben, diese Box gekauft habe überhaupt. Auch die ist in guten Zustand. Hier oben zwei weiße Macken da. Auch von vorne für meinen Ordner reicht es auf jeden Fall. Freut mich, dass ich die auch noch ergattern konnte. Da haben wir noch einen Donphan als so eine Liga-Promo, wenn es ein Liga-Promo ist. Wobei ich noch nicht genau weiß, was der Unterschied zwischen diesen beiden Liga-Promos ist, weil hier ist ein Ball drauf und da ist dieses Pokémon-Liga-Logo-Icon. Also wie gesagt, wenn ihr wisst, was diese Icons bedeuten und was das für Karten sind, lasst mir das gerne wissen. Das ist auf jeden Fall auch so eine Promokarte. Da haben wir noch einen Palkia als Reverse Holo Rare aus dem Diamant-Perl-Set. Ein Wailord aus einem Schwarz-Weiß-Set, wie ihr an dem Holo erkennt, auch cool. Zustand ist nicht so schlecht. Und nochmal ein Holo-Griffel. So, das waren jetzt viele Karten. Ich hole mal die beiden Highlights nach vorne auf jeden Fall. Diese beiden Karten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euer Highlight von diesem Video gewesen wäre. Also ich denke, hier haben wir ein paar gute Sachen gesehen. Aber die beiden finde ich wirklich richtig knorke. Vor allem dieses Hunduster irgendwie hat mir das echt angetan. Es ist mega schön, das Artwork so richtig schön verstohlen, wie Hunduster halt ist. Sehr nice. Lasst mich mal wissen, was euer Favorit in diesem Opening war. Und wie gesagt, wenn ihr wisst, was diese beiden Icons bedeuten, ich hole sie mal raus. Lasst mich auch das wissen. Und wofür es diese Karten gab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir ein paar coole Pokémon-Karten öffnen. Beziehungsweise Pokémon-Karten-Booster-Produkte. In dem Sinne, bis dann, tschüss. Der Tywald.